Also das ist Elaine. Ja. Von ihr hatte ich die übersinnliche Vision. Zweifeln Sie daran? Nein, nicht mehr. Gut, beginnen wir. Lange nicht gesehen, Mr. O'Flaherty. Oh, Elaine, sind Sie es wirklich? Ja, ich bin es. Wie schade, dass ich mich Ihnen nur in dieser Gestalt zeigen kann, wo wir uns endlich wiedersehen. Das ist die Frau, die auf meine Stimme antwortete, nicht wahr? Danke, dass Sie das für jemanden wie mich getan haben. Elaine, ich begreife das alles nicht. Wie konnte das bloß mit Ihnen geschehen? Natürlich. Ich werde es erklären. James, vor 18 Jahren wurde ich von Dieben getötet, die in mein Haus eingebrochen waren. Ich war hilflos. Patrick und Ogden waren geschäftlich unterwegs. Es war niemand da, der mir helfen konnte. Ich kann das nicht hinnehmen. Das hätte nicht passieren dürfen. Ja. Patrick reagierte in genau derselben Weise. Er wollte meinen Tod nicht akzeptieren. Er verbrachte Jahr um Jahr damit, seine magischen Fähigkeiten zu erwecken und versuchte alles, um mich wieder zum Leben zu erwecken. Auferweckung der Toten. Gibt es sowas wirklich? Reden wir hier über Frankenstein? Frankenstein? Ja, dieser Roman. Er nahm die Sache sehr ernst und er fand einen Weg, es Wirklichkeit werden zu lassen. Die Emigré-Schrift. Ja, mit Ogdens Unterstützung und mit dem Wissen der alten Druiden führte er ein Wiederauferstehungsritual in diesem Kloster durch, aber etwas ging schief, nicht wahr? Er erweckte nur meinen Körper zum Leben. Wie Sie sehen, ist meine Seele immer noch dazu verdammt, auf ewig losgelöst von meinem Körper durch das Universum zu schweifen. Die schreckliche Wahrheit ist, dass mein Körper als ein herzloses Monster wieder auferstand. Monster. Auch wenn das Monster aussieht wie ich, ich bin es nicht. Mr. O'Flaherty, bitte vernichten Sie meinen Körper mit Ihrer Macht. Ihn vernichten? Aber wenn ich das tue, kann ich Sie nie mehr zum Leben erwecken. Mr. O'Flaherty. Die Diebe raubten mir mein Leben und eigentlich müsste ich sie dafür auf ewig verdammen. Aber ich ziehe es vor zu denken, dass mein Tod vom Herrgott vorherbestimmt war. Bitte, betrauern Sie nicht meinen Tod. Patrick hätte nicht versuchen dürfen, mich wieder auferstehen zu lassen und das Werk Gottes rückgängig zu machen. Bitte, seien Sie nicht traurig. Der Tod ist ein Teil von Gottes Schöpfung. Sie an. Vernichten Sie meinen Körper. Seine Existenz beleidigt die weise Vorsehung des Himmels. Er muss aus dieser Welt getilgt werden. Warte, Elaine! Oh Gott! Nein! Welch grausame Welt! Ich gab alles auf für dein Glück und nun, was ist mir geblieben? Mein Leben ist bedeutungslos. Verdammt! Warum habe ich mein Leben so vergeudet? Elaine! Elaine! Thank you.
Es muss hier irgendwo sein. Nun, warum habt ihr so lange Roger, gebraucht? Ich habe Ihnen Ist das nicht die Mumie aus dem Sarg? Wieso seid ihr miteinander bekannt? Ich bin keine Mumie. Mein Name ist Roger Bacon. Und ich bin ein ganz gewöhnlicher alter Mann. Hey, ich bin schon 20 Jahre auf der Welt. Und mir ist noch nie ein alter Mann begegnet, der so seltsam war wie ihr. Ach so. Nun, ich kenne die Welt schon seit 600 Jahren. Und mir sind viele Leute begegnet, die noch seltsamer waren als ich. Verehrter Herr, seid ihr vielleicht verwandt mit dem großen Zauberer Roger Bacon, der sich im 13. Jahrhundert einen Namen machte? Oh, ihr seid sehr kenntnisreich. Ich bin dieser Zauberer Roger Bacon, von dem ihr sprecht. Ihr wollt behaupten, dass ihr 1210 geboren wurdet und bis heute 1898 überlebt habt? Um präzise zu sein, wurde ich 1214 geboren. Koudelka, ist das ein schlechter Scherz? Gute Frage. Das ist kein Scherz. Ich bin der berühmte Roger Bacon. Also gut. Wenn ihr wirklich Roger Bacon seid, könnt ihr mir sicher sagen, wo und mit wem ihr studiert habt. Ah, das ist leicht. Ich ging 1247 nach Oxford und studierte unter der Obhut von Robert Grosseteste. Er war ein guter Professor, aber ich halte ihn nicht für einen weisen Mann. Ich schrieb mein Meisterwerk Opus Mius und zahlreiche andere Bücher über die Naturwissenschaften. Als Visionär und Pionier kann ich sagen, dass mein Werk noch Generationen nach mir andere Arbeiten beeinflusst hat. Doch leider, im Nachhinein verblasst dieses Werk im Vergleich mit der Aufgabe, die Emigré-Schrift für den Papst zu kopieren. Die Emigré-Schrift? Ich wusste, dass ihr sie kennt. Natürlich. Ich habe 5 Jahre gebraucht, das gesamte Buch zu kopieren. Ich weiß absolut alles über dieses Buch. Was steht denn drin? Ist es... Oh, es steckt die Geheimnisse des Lebens weit über das Bekannte hinaus auf. Es beschreibt die geheimen Unsterblichkeitsrituale des altertümlichen Volkes der Formorer. Die Formorer beanspruchten die Leben der Wiederauferstandenen für sich. Sie kehrten die Naturgesetze und den Lauf des Lebens um. Als die Druiden die Kelten unterwarfen, ließ Alexander der Große die Emigré-Schrift für die große Bibliothek ins Griechische kopieren. Auferweckung der Toten. Es ist also doch wahr. Die Emigré-Schrift galt lange Zeit als das gefährlichste Werk der Literatur. Sie wurde in den Kavernen unter den päpstlichen Quartieren streng bewacht. Aber offensichtlich nagte an dem Buch über Generationen der Zahn der Zeit. Daher verfügte der Papst, dass durch Kopieren des gesamten Textes eine neue Ausgabe erstellt werden sollte, wozu man mich auserkor. Der Papst trug mir auf, das Buch Wort für Wort zu kopieren. Als dies vollbracht war, sollte ich offensichtlich getötet werden. Doch da hatten sie die Rechnung ohne mich gemacht. Ich konnte unbemerkt entkommen und machte mich auf den Weg zum geheiligten Land, von dem ich in der Emigré-Schrift gelebte. Und die geheimen Rituale? Sagt nicht, ihr hättet... Ihr seht das Ergebnis direkt vor euch. Ihr habt es geschafft. Obwohl ich es nicht an anderen wiederholen kann, ja, ich bin den Klauen des Todes entronnen. Aber ich konnte nicht dem Gesetz des Lebens entkommen, dem stetigen Wandel. Mein Körper ist immer noch der Alterung unterworfen, wie ihr an meiner gekrümmten Erscheinung erkennen könnt. Die letzten 300 Jahre habe ich nichts anderes getan, als die Welt zu bereisen. Ich habe genug gesehen von der Grausamkeit der Menschheit. Deshalb kam ich hierher, um mich auszuruhen. Nun, genug geredet. Ich muss an meiner Forschung weiterarbeiten. Darf ich euch bitten zu gehen? Thank you.